Hallo und wackel, wackel. Herzlich willkommen auf dem Balkon. Es ist dringend überfällig, dass ich mal wieder ein Dankeschön-Video drehe, auch wenn man meine Augen wahrscheinlich nicht so ganz sehen kann. Jetzt ist auf einmal die Sonne rausgekommen, war gerade vor 3 Minuten noch nicht. Naja, trotzdem dringend überfällig. Ich habe es auch schon mal gedreht, nur blöderweise hatte ich da technische Schwierigkeiten mit der Kamera. Und das war am Ende wirklich nicht anguckbar und wäre dann doch schade gewesen für die jeweiligen Leute, deren Geschenke in dem Teil dran gewesen sind, als ich eben die Kameraschwierigkeiten hatte. Und die konnte man quasi nicht sehen, weil unscharf, weil ich irgendwie dumme Knöpfe bezüglich des Autofokus gedrückt habe. Darum mache ich es jetzt nochmal und mit großem zeitlichen Abstand, weil ich muss mich ja auch nochmal freuen können, weil sonst ist ja auch blöd. Und zweimal direkt hintereinander wäre dann auch einfach nicht authentisch gewesen von ich freue mich auch drüber, ne? Also, es sind überwiegend Bücher, sage ich gleich, aber noch 2, 3 andere Sächelchen. Wer jetzt keine Ahnung hat, was ein Dankeschön-Video sein soll, Dankeschön-Videos dienen dem Zweck, dass ich mich bei den Leuten bedanken kann, die mir was Schönes geschickt haben. Und wer das trotzdem angucken kann, möchte, obwohl er mir nichts geschickt hat, ist dazu das selbstverständlich gerne herzlich eingeladen. Sind vielleicht auch ein paar kreative Geschenkideen dann für andere Leute dabei. So, und zwar ein kleines Päckchen mit sehr lieber, sehr schöner Post. Und noch 2, 3 klitzekleinen Kleinigkeiten ist angekommen, nämlich hier einmal Tomatensuppe und einmal eine interessante Gewürzmischung. Tomatensuppe, da muss ich glaube ich nicht viel hinzufügen, die kann ich auf Touren immer gut gebrauchen, vor allen Dingen auch als Tomatensoßenersatz setze ich die gerne ein. Oder wenn man noch einen kleinen Nachtisch haben möchte und noch nicht ganz satt geworden ist, weil die Ration für den Tag vielleicht ein bisschen kleiner gewesen ist oder man an dem Tag besonders Hunger hat, dann sollte man meiner Meinung nach auch immer 1, 2 Tütensüppchen tatsächlich noch im Gepäck haben oder irgend sowas in die Richtung, um sich dann eben noch so einen zweiten Gang, beziehungsweise vielleicht auch als ersten Gang, wenn man weiß, es reicht einem die Hauptration sowieso nicht, leisten zu können. Daher kann ich immer brauchen. Und diese Gewürze, die sind auf jeden Fall mal Salz, Knoblauch, Bärlauch, Basilikum, Oregano, Ringelblume, Rosmarin, Thymian, Rosenblüten und Kornblumen. Laune gut, alles gut. Ja, bisher habe ich ganz, ganz hervorragende Laune und wenn ich die mal ausprobiere, die Gewürzmischung, dann bestimmt immer noch. Ja, bin noch nicht dazu gekommen. Ist zurzeit ohnehin reichlich Zeug in der Küche vorhanden, was noch gegessen werden muss. Aber wird ja nicht schlecht, beziehungsweise wird verbraucht, bevor es schlecht wird. Also auch da vielen herzlichen Dank. Ja, und das liebe Brieflein dazu selbstverständlich auch dafür danke. Aber da will ich ja nicht auf die Inhalte der Korrespondenz näher eingehen. Ebenfalls im Rahmen eines lieben Briefleins hat mich das Zeug hier erreicht. Ich muss das alles auf Gesichtsebene heben, damit es auch scharf bleibt. Und zwar ist das ja Zunderrohrkolben. Speziell aufbereitet und zwar Salpeterlösung, mit Salpeterlösung behandelt. Das zählt zu den sogenannten Flash-Tindern, die, also insbesondere wenn man jetzt einfach nur Rohkolbenwolle aus der Natur nimmt, die man sehr schnell ankriegt, die dann auch schnell ein Flämmchen bilden, aber dieses Flämmchen geht auch sehr schnell wieder aus und jetzt bin ich sehr gespannt, ich habe es leider auch noch nicht ausprobieren können, weil alles Mögliche zurzeit los und ich habe ewig kein Feuer mehr gemacht und ewig nicht gezündelt, wird dringend mal wieder Zeit, aber ja, da bin ich noch nicht zum Ausprobieren gekommen und ich vermute, dass sie dadurch vielleicht ein bisschen länger brennen, diese Rohrkolbensamen, als das eben bei der reinen, aus der Natur stammenden Variante der Fall ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt, also auch dafür herzlichen Dank und natürlich noch fürs Kärtchen und alles Textalische, was da noch dazugehört, auch da herzlichen Dank. Da freue ich mich schon auch immer sehr, wenn da noch ein paar freundliche, schöne Worte dabei sind bei den jeweiligen Präsenten. Das ist mir dann auch schon sehr wichtig. Wenn es mal nicht der Fall ist, ist auch in Ordnung, selbstverständlich, ja, nach persönlichem Gutdünken. Aber es ist auf keinen Fall verschwendet und wird sehr wohl zur Kenntnis genommen. Ich hebe auch sämtliche Korrespondenz auf. Ja, ich hebe natürlich auch die Geschenke auf, aber auch was da so an ja, Text dabei ist, wird alles schön fein säuberlich archiviert und aufgehoben. Ne? Nur um das mal erwähnt zu haben. Gut, letzter Nicht-Buchgegenstand ist dann gar nicht so einfach.
diese Kiste und in dieser Kiste befindet sich gigantische Mengen an Birkenrinde. Ja, also da habe ich jetzt das erste Mal wieder ausgesorgt. Das wird wirklich, wirklich lange reichen. Der betreffende Schenker, herzlichen Dank, der hatte wohl einen ganzen Bestand an Birke, die weg sollte, beziehungsweise gerade schon weg war, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr auswendig, zur Verfügung, konnte daher riesige Mengen an Birkenrinde kostengünstig erwerben. Ja, aber für mich freut es wirklich sehr. Die Qualität ist hervorragend, habe ich schon bei jetzt dem einen oder anderen Feuermächelchen machen, auch wenn es inzwischen schon wieder eine Weile her ist, ausprobieren können und ganz, ganz prima. Außerdem noch eine ganze Kiste hier unten im Bild mit mit Harzklumpen. Ja, in verschiedenen Zuständen. Auch das super, weil ich tatsächlich auch beim Harz finden, für so ein paar winzige kleine Mengen reicht es meistens. Aber so einen schönen großen festen Klumpen, den man auch mal in die Tasche stecken kann und irgendwohin mitnehmen und dann halt schmelzen, wenn man ihn braucht. Das hat mir tatsächlich noch gefehlt und da habe ich jetzt auch einen immerwährenden, ja vielleicht nicht immer, aber sehr lange währenden Vorrat. Außerdem waren noch zwei leckere Dosen Currywurst dabei. Ich habe mal eine Dose aufgehoben, damit ich noch was habe, was ich in die Kamera halten kann, weil der Inhalt ist schon verschwunden. War sehr lecker, steht scharf drauf. Besonders scharf war sie nicht, aber das ist auch gut so, weil so richtig, richtig krass scharf, das ist dann auch nicht mehr meins. Da bin ich dann schnell mal raus, ne? Also auch hier, also vielen, vielen Dank. Ich war auch etwas schockiert, dass diese riesen Kiste hier angekommen ist. auch die Post war so etwas verwundert, was denn da bitte drin sei. Und ja, nee, doch, also das ist ganz, ganz, da freue ich mich sehr. Und Currywurst wurde auch auf Tour, beziehungsweise auf kleinen Touren, beziehungsweise Führungswochenenden, bei denen ich zwischendrin übernachtet habe, wurde die Currywurst 1 und Currywurst 2 jeweils verwendet. Also sehr sinnvoll. Übrigens schmeckt auch gut mit Reis. Wer das noch nicht probiert hat, kann ich nur empfehlen. So, und dann sind wir aber jetzt wirklich auch bei den Büchern. Zu denen habe ich natürlich inhaltsbedingt ein bisschen mehr zu sagen, teilweise. Was Birkenrinde tut, dürfte inzwischen bekannt sein. Und was in den Büchern jeweils drin steht, sicherlich nicht unbedingt. So, fangen wir an mit ungefährer chronologischer Reihenfolge. Wirklich schon lange da ist Tee, eine Kulturgeschichte. Habe ich mal reingelesen, habe ich noch nicht geschafft, fertig zu lesen. Ich habe zurzeit gefühlte 4 angefangene Bücher, von sehr wissenschaftlich bis hin zu gar nicht wissenschaftlich. Und meine Frau macht sich schon drüber lustig, dass ich doch mal irgendeins davon fertig lesen muss, was ich eben getan habe. Es sind nur 3. Ha. Aber davon abgesehen, da bin ich gerade wirklich ein wenig beschäftigt. Aber sobald da wieder ein bisschen Platz ist und spätestens 2 dieser 4, 3 noch verbliebenen Bücher gelesen sind, dann werde ich mich auch dem Tee nochmal zuwenden. Also sehr, sehr spannend. Interessiert mich auch tatsächlich. Gerade dieser Hintergrund, der mit diesem Tee trinken, das ja schon bei Asterix und Obelix auf die Schippe genommen wird, mit den Briten, die deswegen erobert werden, weil sie leider um 16.30 Uhr oder um 17 Uhr, ich weiß es nicht mehr, jeweils Tea Time machen und aufhören zu kämpfen. Und die Römer dann komisch auf dem Platz stehen und nicht wissen, was sie jetzt tun sollen. Allein das ist ein schönes Beispiel für die ganze Kultur, die mit dem Tee trinken einhergeht. Und da ich ja auch überzeugter Teetrinker und nicht Gavi bin, interessiert mich das schon sehr. Ne? Und wie gesagt, ich habe mal reingelesen, klingt sehr spannend. Also vielen, vielen herzlichen Dank, ne, für die Teegeschichte. Das, ich denke, im Winter werde ich dazu kommen, mir das auch dann entsprechend zu Gemüte zu führen. Ich habe zurzeit wirklich reichlich Bücher. Außerdem habe ich jetzt einen Haufen Bücher geschenkt bekommen, auch außerdem zu einem Überfluss und mir auch noch selber das ein oder andere gekauft, weil man muss halt dann doch auch gucken, dass man auf dem fachlichen Stand bleibt. Daher auch ein paar Fachbücher, die ich mir selber zugelegt habe. Drum wird das alles gelesen werden. Aber gerade fertig gelesen, ganz frisch, ist der hier. Das ist von Michael Smith. Der Tom Quinn, ich vermute, man spricht den Quinn aus, ich kann es aber mit Sicherheit nicht sagen, wie man genau den Herrn ausspricht. Und das ist die Geschichte von einem wichtigen, aber eben häufig nicht erwähnten Mann,
auf den wesentlichen oder vielleicht auf drei der wesentlichen Antarktis-Expeditionen, die es gerade im goldenen Zeitalter der Antarktis-Forschung, sprich so um zwischen 1909 und 19, beziehungsweise noch ein bisschen früher ging es los, aber so die ersten 20 Jahre, sage ich jetzt mal vorsichtig, des 20. Jahrhunderts, da hat auf jeden Fall eine Menge Antarktis-Forschung stattgefunden. Forschung ist manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben, teilweise auch einfach Entdeckung, manchmal auch mit Wissenschaftlern dabei und wissenschaftlichem Hintergrund. Und Namen wie Scott und Amundsen und Shackleton hat man vielleicht schon mal gehört, Tom Quinn eher nicht. Der war aber bei allen drei, na ja gut, bei Scott, den hat er nur, da war er nur nebendran. Aber bei Scott beim Amundsen war er nur nebendran. Aber bei Scott und Shackleton hat er sehr eine große Rolle gespielt. Und obwohl kein Mensch was von ihm weiß, das liegt vielleicht auch ein bisschen am Charakter, darum auch die Bezeichnung hier der stille Held Tom Quinn, weil er halt eben nie groß drüber gesprochen hat, was er da eigentlich so fabriziert hat in insgesamt über 20 Jahren Polarerfahrung. Was heißt 20 Jahren? Er war nicht 20 Jahre in der Antarktis, ne? Aber er hat sich in über 20 Jahre seines Lebens mit der Antarktis und der Vorbereitung auf Polarreisen etc. pp. Und so weiter und so fort beschäftigt. Und vielleicht einer der erfahrensten Antarktisreisenden der damaligen Zeit ist er sicherlich gewesen. Ein ganz, ganz spannendes Buch, aber dazu will ich gar nicht allzu viel sagen, weil das gibt noch eine separate Buchbesprechung, eine Buchempfehlung, weil das ist wirklich eine Buchempfehlung wert und daher ein eigenes Video. So, darum lege ich es jetzt mal weg, aber ich sage im Rahmen dieses Dankeschön Videos schon mal vielen, vielen herzlichen Dank. Das sage ich dann bei der entsprechenden Buchbesprechung, Buchempfehlung, / auch nochmal. Dann haben wir Das Leben der Mächtigen. Und das ist ein Buch zu den alten Bäumen, also Reise zu den alten Bäumen. Das sind einige, ich sage jetzt mal aus dem deutschen Sprachraum, ausgewählte Bäume drin, die eben besonders alt sind und eine besondere Geschichte teilweise haben, haben besondere Hintergründe und die werden jeweils porträtiert und eben diese besondere Hintergrundgeschichte dazu auch erzählt. Ist wahnsinnig spannend. Leider ist keiner einziger dieser Bäume bei mir direkt in der Umgebung und ich kenne auch keinen davon, was mich zu einem gewissen da habe ich aber Bildungslücke Moment geführt hat. Das muss aber nichts Schlimmes sein, weil Bildungslücken sind ja bekanntermaßen dafür da, dass man die dann auch wieder stopft. Und drum werde ich auch sicherlich doch dazu kommen, den einen oder anderen der hier beschriebenen Bäume zu besuchen. Und es sind auch ein paar weltweite natürlich Bäume drin, von denen man schon mal gehört hat, wie zum Beispiel Old Tico, wenn man den so ausspricht, das ist tatsächlich die derzeit älteste lebende Einzelpflanze der Welt, auch wenn das immer sehr unglaubwürdig ist, dass das Ding tatsächlich existiert, liegt nämlich in Mittelschweden und sollte irgendwo was um fast 9000 oder etwas über 9000 Jahre alt sein. Und das ist halt unglaubwürdig, weil die Eiszeit vor circa 10.000 Jahren erst zu Ende gegangen ist und damit so quasi das allererste, was da nach dem Rückgang des Eises an dieser Stelle gekeimt ist, heute noch lebt. Ja, anders wäre das nicht zu erklären, wie dieses Ding so alt sein soll. Aber die Datierungsmethoden sind eigentlich ziemlich fälschungssicher und sind eindeutig und besagen halt nun mal, dass das Teil tatsächlich so alt ist, auch wenn das manchmal ein bisschen bezweifelt wird. Dann ist noch Pando drin. Pando ist ein Pappelklon, der sich immer wieder selbst erneuert und einen ganzen Wald aus einem und demselben Baum sozusagen bildet, in Amerika zu finden und könnte vielleicht das älteste Lebewesen der Welt sein. Da weiß man allerdings nicht genau, wie alt Pando genau ist. Pando hat auch möglicherweise ein paar Verjüngungsproblemchen. Ist auch ein sehr, sehr spannendes Forschungsgebiet, sich mit diesem uralten, sich immer selbst erneuernden Wald zu beschäftigen. Aber man geht davon aus, dass der wirklich viele 10.000 Jahre alt sein kann. Möglicherweise auch noch viel, 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 viel älter. Da gibt es Schätzungen, die schon sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen. Aber das nur mal, um zwei internationale Beispiele zu nennen. Die Linde von Linn zum Beispiel ist noch eine, die man vielleicht schon mal, von der man schon mal was gehört haben könnte, die bei uns aus der Nähe stammt. Jetzt gucke ich noch mal ins Inhaltsverzeichnis. Natürlich sind auch hier Dicke Marie, Stieleiche, Berlin, Deutschland.
oder Eiche von Alouville-Bellefosse in der Normandie. Und ja, also alles, was nicht ganz so weit weg ist, das sollte man eigentlich fast schon mal gehört haben. Und wie gesagt, die eine oder andere kenne ich ja auch, beziehungsweise habe ich schon von was gehört, ne? Oder die Linde von Linn ist nämlich eben aus Aargau in der aus dem Aargau in der Schweiz. Das ist gar nicht so weit weg, da kommt man schon als Deutscher auch mal vorbei möglicherweise. Und die Ave Muertas da Schlarigna oder was auch immer, ist jedenfalls eine Ave, also eine Zirbelkiefer, wer da mit dem Namen mehr anfangen kann, aus dem Engadin in der Schweiz, wo wir gerade so leider nicht vorbeigekommen sind, als ich da im Avenwald unterwegs war. Dazu gibt es ein Video, wer sich da vielleicht daran erinnern möchte. Aber auch beeindruckende Bilder dabei, also ganz tolle Baumexemplare. Ist der Dings da, der Thule auch dabei? Nee, den sehe ich jetzt nicht, den Dings da, der Thule. Der Arbo del Thule, das ist, glaube ich, derzeit der dickste. Die dickste Pflanze der Welt, beziehungsweise der dickste Einzelbaum der Welt. Wie dem auch sei, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und werde ich mir auch noch sehr zu Gemüte ziehen. Bin auch noch nicht im vollständigen Umfang dazu gekommen, da drin so viel gelesen zu haben, wie es das Buch natürlich verdient. Und allein schon, weil es ein Geschenk ist. Aber wie gesagt, ich habe gerade wirklich viele Bücher und meine Frau macht sich schon drüber lustig, dass ich nur noch am Lesen bin. Also momentan tut sogar mein Handgelenk, mein rechtes, tierisch weh, weil ich wohl scheinbar ein bisschen zu viel gelesen und Buch vor mich gehalten habe als Sonnenschutz. Ihr seht, die leuchtet mir jetzt gerade auch entgegen. Wenn man da hinten drinnen hockt, dann leuchtet sie einem ebenfalls entgegen. Und anstatt, dass man irgendwie jetzt den Rollladen runter macht oder sowas, weil Sonne ist ja gut, hält man sich halt Buch vors Gesicht. Und damit habe ich mir jetzt wirklich mein rechtes Handgelenk irgendwie durch das ständige Nichtbewegen und die vielen Stunden des Lesens fast schon kaputt gemacht. Tennisarm, ne? Bücherarm. Ja, also vielen Dank da für das Leben der Mächtigen. Sehr, sehr cool. Dann auf jeden Fall auch nochmal ein Thema für Videos und was, wo ich hoffentlich im Winter auch noch dazu kommen werde, vollumfänglich das Ganze mir durchzulesen, ist in Englisch, deswegen dauert es ein bisschen länger. Das ist kein furchtbares Hindernis und bei einem spannenden Thema lese ich auch gerne mal ein englisches Buch. Ich habe auch gerne auf Reisen englische Bücher dabei, weil dann liest man Englisch, dann gelingt die Umstellung, falls sich jemand auf Englisch anquatscht, auf Englisch zu schalten, zumindest so für einigermaßen brauchbare Verständnis in meinem Hirn schneller, deswegen habe ich das sehr gerne da dabei und könnte mir vorstellen, dass es auch beim nächsten Urlaub, der bei uns in nicht allzu weiter Ferne ansteht, beziehungsweise die nächste Reise, der Urlaub gibt es ja nicht, ne? Ich habe ja immer irgendwelche Wälder und Bäume, die noch ein kleines bisschen videofiziert werden müssen, aber sollen, nicht müssen. Aber ja, für sowas prima geeignet, gerade mit englischen Texten. Außerdem super spannendes Thema, da geht es eben im Grunde für den, ganz grob gesagt, geht es da eben um das Problem der großen Waldbrände in, ja, unter anderem Kalifornien und was da alles mit was mit zu tun hat, mit dem man gar nicht so unbedingt rechnen würde. Kleiner Spoiler, Laser aus dem All sind es nicht. Ja, aber da bin ich, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf, mich damit auch nochmal intensiver auseinanderzusetzen. Ne? Ein schönes, gebundenes Buch, ist auch vom Umfang her überschaubar, also ist zu managen. Ja? Umfang ist nämlich durchaus ein Thema, weil sowas wie der Quen hier, der ist schon, ja, das ist jetzt für unsere, für Leseratten ist das natürlich kein dickes Buch, aber trotzdem als Sachbuch, was es letztendlich schon auch ist, das muss erstmal gelesen sein, ne? Gerade wenn man es ansonsten eher mit, ja, flacheren, was heißt nicht unbedingt flacher von der Seitenzahl, von der Bedeutung des Gelesenen her, ist eher flachenden, reinen fiktiven Geschichten wie einem Roman oder ähnlichem, auch wenn es ein historischer Roman ist, zu tun hat, die man halt so weglesen kann und oh ja, spannend und les und dann hat man es wieder vergessen und dann ist gut. Während hingegen wahre Begebenheiten, das ist ja zum Beispiel beim Quen der Fall, die kann man natürlich auch einfach so weglesen, dann ist gut. Oder man versucht sich das Ganze noch zu merken und googelt mal noch diverse Dinge, wie zum Beispiel ein Husch. Kennt ihr einen Husch? Husch haben die da gegessen in der Antarktis. Das gab es wohl standardmäßig jeden Tag zum Ampfen. Ein Husch. Klingt nicht lecker.
ist es auch nicht. Aber ja, das sind so Sachen, die kann man dann aus so einem Buch durchaus auch mitnehmen, was in so einem Husch drin ist. Aber dazu mehr dann in der Besprechung vom Tom Quinn Buch. Ja, und dann haben wir noch ein letztes und ich hoffe, dann habe ich auch nichts übersehen, was an Geschenken angekommen ist. Und zwar vom Ed Stafford. Was ganz, ganz Tolles für Freunde der Outdoor-Ausrüstung bzw. der Ausrüstung generell, ist eben im Rucksack der Entdecker. Und das ist schon ein ganz, ganz toll bebildertes, wirklich sehr toll bebildertes, schönes Format, schön hergerichtetes Buch, das eben die Ausrüstung verschiedener großer Expeditionen, ganz verschiedener großer Expeditionen, ja im Prinzip von Hillary. Von Hillary bis über eben Scott und Amundsen bis zu ganz relativ modernen Unterfangen wie die erste Weltumfliegung im Solarflugzeug und solche Späße sind da alles drin. Also wirklich einmal die komplette Bandbreite. Bei den historischen Sachen mag sich hier und da vielleicht ein klein wenig die Geister scheiden, ne? Wenn man da noch diverse andere Quellen bereits zu gelesen hat, dann gibt es da schon mal Unterschiede, teilweise natürlich auch der Übersetzung geschuldet, was zum Beispiel Scott Wann gesagt hat, während er da in der Antarktis vor sich hin gestorben ist. Da kann man sich ein bisschen streiten und was er da genau gesagt hat. Und das sind natürlich aber eben wirklich Übersetzungsprobleme zum Teil. Es gibt auch ein paar ganz kleine, vielleicht sind das auch Übersetzungsprobleme, ich will es dem Autor gar nicht ankreiden, da kann schon einiges verloren gehen, wenn das übersetzt wird, wie zum Beispiel wirkliche tatsächliche Fehlerchen, dass zum Beispiel die Zelte der Antarktis-Expedition vom Scott einen Grundriss von einem Quadratmeter gehabt haben sollen, ist natürlich Blödsinn, weil mit einem Quadratmeter als Grundriss Quadratyard oder was weiß ich ist vielleicht richtig oder irgendein anderes Maß, das wir gar nicht kennen oder 10 Fuß oder was weiß ich, aber da steht tatsächlich Quadratmeter drin und das ist Quatsch, auf einen Quadratmeter finden keine 4 Mann, beziehungsweise im Fall von der Poleroberung, wo sie dann versucht haben, wirklich bis zum Pol zu kommen, auf 5 Mann in so einem Zelt niemals genügend Platz, ne? Für 5 war es dann schon eng genug, man kann historische Aufnahmen dieser Zelte sehen und niemals haben die einen Grundriss, da gibt es Bildmaterial zu, auch auf YouTube, niemals haben die einen Grundriss von einem Quadratmeter. Und ich habe den Satz 5-mal gelesen, da steht wirklich, sie hätten einen Grundriss von einem Quadratmeter. Das ist natürlich Blödsinn. Außerdem noch ein anderer kleiner Fehler, der mir bisher aufgefallen ist. Ich habe noch längst nicht das ganze Buch durch. Das Buch ist auch hervorragend, ja, nicht falsch verstehen, aber es sind so ein paar kleine Detailfehler, die sind mir einfach aufgefallen. Ich freue mich trotzdem enorm drüber, ja, und es ist eine große, große Bereicherung. Und aus dieser Ausrüstungsperspektive hat auch noch niemand diese Expedition so beschrieben, wie das jetzt hier der Fall ist. Aber anderer kleiner Fehler, Amundsen, der Typ, der dann tatsächlich als erstes am Südpol war und das Ganze überlebt hat, ohne größere Verluste und ohne größere Schwierigkeiten, abgesehen davon, dass die Antarktis durchqueren nun mal nicht unbedingt ganz einfach ist, selbst wenn alles nach Plan verläuft, der hat angeblich einen Gaskocher dabei gehabt. Ja, und das ist Käse, weil ein Gaskocher, der funktioniert selbst auch heute nicht bei deutlich unter minus 20 Grad. Also da ist irgendwo die Grenze erreicht, bis was man selbst mit dem extremsten und tollsten Gaskocher, den es so gibt, arbeiten kann. In der Antarktis hatten sie aber manchmal minus 40 Grad und dann wäre ihnen automatisch der Kocher ausgefallen. Sowas haben die nicht mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob es damals überhaupt schon einen Gaskocher gab. Stattdessen hatten sie einen Kerosin- bzw. einen Petroleumkocher dabei von der Firma Primus. Hat man schon mal gehört, ne? Gibt es heute auch noch. Tatsächlich sind das so die ersten Kocher, die Primus hergestellt hat, die dann von den Antarktis-Expeditionen verwendet worden sind. Das weiß ich jetzt zufällig, weil ich halt eben zeitgleich zu diesem Buch auch noch das historisch extrem gut recherchierte Buch dieses hier zur Verfügung habe und konnte daher mal ein bisschen Recherchen bezüglich des Kochers anstellen, weil, vielleicht hat man schon mal mitbekommen, ich habe die eine oder andere Stunde schon mit der Frage des richtigen Outdoor-Kochers verbracht und daher fand ich die Frage, welchen Kocher die denn 1911 in der Antarktis dabei hatten, durchaus nicht ganz unspannend. Ne? So, aber davon abgesehen, ich will da gar nicht allzu viel ins Buch reinzeigen. Das ist immer vom Urheberrecht her ein bisschen schwierig und werde dafür wahrscheinlich auch noch eine Buchbesprechung machen, sobald ich es vollständig durch habe.
Aber die Idee ist schon wirklich sehr, sehr toll, dass man das aus dieser Ausrüstungsperspektive beleuchtet. Trotzdem wird noch grob erzählt, was da wann, wie, wo passiert ist. Es ist erstaunlich, ja, es klingt jetzt böse, ist erstaunlich gut geschrieben, wenn man bedenkt, dass der Autor selber auch so ein Abenteuerreisender ist. Der hat, glaube ich, den Amazonas einmal vollständig abgelatscht, irgendwie 4000, was weiß ich, Kilometer und war da über 2 Jahre oder sonst was unterwegs und das natürlich unter schwierigsten Bedingungen im unwegsamsten Terrain, was man sich so vorstellen kann, da hinten mitten im Nirgendwo, da wo auch tatsächlich immer nur Regenwald ist. Gibt es tatsächlich noch ein paar Flecken, wo das so ist, aber die werden weniger und das sehr schnell, aber egal. Unter anderem das, außerdem, man kennt ihn vielleicht möglicherweise, ich glaube, da gibt es auch einen YouTube-Film zu, als jemand, der dann irgendwie 60 oder waren es 90 Tage auf einer einsamen Insel vollständig ohne Ausrüstung, mal abgesehen von Kamera-Equipment, überlebt hat. Dabei hat er sich zwar am Medizinschrank bedient, was eigentlich nicht vorgesehen war und so gesehen ist er irgendwo gescheitert von der Challenge her, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckende Leistung hat der Ed Stafford schon definitiv verbracht. Vollbracht und für ihn war halt immer wichtig, die richtige Ausrüstung. Damit hat er sich wohl immer, das schreibt er im Vorwort, ganz intensiv beschäftigt und Gear-Junkie, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das, was wir heute als Gear-Junkie kennen und für andere Leute, die sich auch sehr gerne mit ihrer Ausrüstung auseinandersetzen, sei es jetzt, bis sie dann endlich was kaufen oder sei es, weil sie sich alles gekauft haben und jetzt wissen wollen, was davon sie denn nun endlich überhaupt benutzen. Ja, da gibt es verschiedene Abwandlungen, aber nichtsdestotrotz, die Freude an Ausrüstung und der Spaß an der Optimierung der selbrigen ist mir leider auch zu eigen und daher ist das schon ein sehr, sehr cooles Buch für mich und wie der Schenkende auch vollkommen richtig vermutet hat, etwas, worüber ich mich wirklich sehr, 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 sehr freue. Ja, und wenn da ein ganz paar kleine historische Schnitzer bei Ereignissen von vor über 100 Jahren drin sind, dann scheiß drauf. Ne? Aber er hat auch sehr interessante Erkenntnisse dabei. Zum Beispiel, also ganz kurz historischer Hintergrund. Robert Falcon Scott, ein Engländer, der irgendwie auf den Geschmack gekommen ist. Ich kriege gar nicht mehr zusammen, wie er damit eigentlich angefangen hat. Aber der hatte eine erste Antarktis-Expedition größtenteils zu Forschungszwecken geplant und hat die halt organisiert. Das hat er auch gut hingekriegt. Von der Logistik her alles prima. Und ist dann dahin gefahren. Da gab es einige Problemchen. Und man hat festgestellt, man könnte versuchen, zum Südpol zu kommen. Aber diese Expedition klappt das jedenfalls nicht. Außerdem hat man zu viele Wissenschaftler dabei, nicht den nötigen Proviant und nicht die nötige Logistik, um ganz bis zum Pol zu kommen, aber er hat einen neuen Südrekord aufgestellt. Südlicher war bis zu diesem Zeitpunkt noch keiner. So, das hat ihm wohl gut gefallen, aber ein paar Jahre später ist ein gewisser späterer Sir Ernest Shackleton auch aufgebrochen in die Antarktis und blöderweise viel weiter nach Süden gekommen als der gute Scott und dementsprechend war der gute Scott vermutlich dadurch dann ein bisschen angetriggert und wollte dann doch auch als erster Mensch bitte zum Südpol, hat aber, um die Expedition zu finanzieren, eben auch wieder Wissenschaftler mitgenommen und das Ganze so ein bisschen unter einem wissenschaftlichen Deckmantel finanziert bekommen. Kombiprodukt. Erstens Forschung meteorologisch, biologisch, klimatologisch in der Antarktis, geologisch auch. Und gleichzeitig wollen wir auch als erster Mensch am Südpol sein, was natürlich den Engländern sehr gut gefallen hat. Das ist ja durchaus bekanntermaßen ein Volk, das Entdecken recht gerne macht und sich recht ausgebreitet hat, gerade noch bis ins 19., 20. Jahrhundert hinein auf der Welt, auf der Erde, sehr aktiv gewesen ist. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ. Beziehungsweise man kann da schon irgendwo negativ sehen, aber das ist halt Geschichte. Ist sowieso passiert, muss man jetzt hinterher nicht drüber aufregen. Jedenfalls ist er dann halt nochmal los, um wirklich den Südpol zu erreichen. Dummerweise wurde kurz vorher der Nordpol erreicht. Von, war es Peary? Ich glaube, es war Peary. Jedenfalls ein US-Amerikaner. Naja, wurscht. Ich krieg's gerade wirklich nicht mehr zusammen. Ich meine zwar, der wäre es gewesen, aber bin mir gerade nicht sicher. Und daraufhin war der Norweger Amundsen, Roald Amundsen, ziemlich angepisst, weil der wollte eigentlich zum Nordpol. Ja, aber blöd, jetzt war der Nordpol ja schon belegt. Dementsprechend hat er gerade kurz entschlossen seine an den Nordpol geplante Expedition ein bisschen umgerüstet und ist mit der Fram, das norwegische Polarforschungsschiff der damaligen Zeit, hochleistungsfähig. Ganz tolles Ding, kann man in Oslo besichtigen. Sie haben das komplette Schiff in einem Museum, beziehungsweise ein Museum um das Schiff gebaut, so rum.
und damit eben nach Süden gefahren und hat Scott noch ein schnelles Telegramm geschickt, aus Höflichkeit, wie er selbst meinte, von wegen, nur so zur Info, frei übersetzt von mir, die Fram segelt in die Antarktis. So, und was er da wollte, war dann klar, was dann natürlich Scott unter Druck gesetzt hat, dass die Norweger auch kommen. Die Norweger sind dann im Gegensatz zu den Engländern wirklich völlig problemlos bis zum Pol, ohne größere Zwischenfälle bis zum Pol gelangt, sehr schnell, sehr effizient, auf Skiern, mit Schlittenhunden, in Inuit-Ausrüstung, also genau das, was diejenigen, die die ganze Zeit in der Kälte hocken, normalerweise so standardmäßig anhaben, war das, was Amundsen auch der Meinung war, dass es eine gute Idee wäre, um es für den Südpol einzusetzen. Und da hat er natürlich auch hundertprozentig recht. Aber was ich zum Beispiel gar nicht wusste, um jetzt auf dieses Buch zurückzukommen, war, dass ein wesentlicher Punkt, weshalb die Norweger keine Skorbut bekommen haben, die Engländer hingegen schon, war nämlich das, so ein paar kleine Details, dass die Norweger ihre Survival-Kekse, so ein bisschen vergleichbar mit den Trekking-Keksen, die wir, beziehungsweise den Bundeswehr-Keksen, die wir heute möglicherweise kennen, Panzerplatten genannt. Sowas hatten die Norweger auch dabei und sie hatten im Gegensatz zu den Engländern, waren sie schlau genug, keine schön weißen, aus stark gemahlenem weißen Typ 405 Mehl, so wie man es heute nennen würde, Kekse mitzunehmen, sondern die Norweger, die hatten Vollkornkekse, inklusive Hefe. Und Hefe ist jetzt entscheidend, weil Hefe B-Vitamine enthalten kann und damit hatten sie irgendeine Quelle oder tut. Und damit hatten sie eine Quelle für B-Vitamine dabei, während die Engländer mit ihren Typ 405 Mehl-Keksen tatsächlich gar keine Quelle für Vitamin B12 unter anderem. Das heißt das schon. Ja, Fleisch gab es ja immer dann wieder mal zwischendurch, aber für die anderen B-Vitamine hatten sie nur wenig Quellen und sie hatten halt gar nichts, was Vitamin C enthalten hätte. Und auch nicht das bisschen Vitamin C, was die Norweger eben hatten, allein dadurch, dass sie Vollkorn-Hafermehl-Kekse verwendet haben. Und diese Vollkornkomponente bedeutet eben, dass die Schicht des Korns, in der die Vitamine stecken, auch ein bisschen, wenn auch nicht viel, Vitamin C eben noch enthalten war. Und das hat dafür gesorgt, dass die zum Beispiel kein Skorbut bekommen haben, allein aufgrund der Wahl des richtigen Mehls letztendlich. Außerdem haben die Norweger fleißig Seehund gefuttert, inklusive Seehundhaut, und das ist der Blubber, und im Blubber stecken eben sämtliche Vitamine, die du in den Polarregionen irgendwie kriegen kannst und die auch lebensnotwendig sind. Wenn du den Blubber beim Robbenfangen also nicht mit isst, dann bist du in den Polarregionen irgendwann spätestens an Skorput gestorben. Ne? So, und das Problem hatten eben die Engländer, beziehungsweise sie haben schon auch mal eine Robbe gefuttert, aber halt dann nicht mehr auf dem weiteren Verlauf der Expedition Richtung Südpol, weil bis zum Pol kommt die Robbe nicht und so ein Pinguin auch selten bis zum Pol. Ne? Daher, Pinguin haben sie sehr wohl auch gegessen. Ja, das sind schon alles so spannende Details, aber jetzt verliere ich mich in besagten. Und das tut eigentlich gar nicht mehr allzu viel zur Sache, beziehungsweise zu dem Buch mag ich dann gerne auch noch mal später was erzählen, wenn ich mir auch noch weitere Expeditionen durchgelesen habe. Die einzelnen Beiträge zu den jeweiligen Expeditionen haben eine schöne, angenehme Länge, auch wenn das Ding groß ist. Das liegt natürlich an den großen Fotos. Und das ist dann schon recht flott weggelesen. Ne? Ja. Ich glaube, vielleicht können wir hier noch mal reingucken. Ne? Hier sind ein Haufen Gegenstände. Da mache ich es auch schon wieder zu, damit das Urheberrecht nicht zuschlägt. Es ist ein schönes Charakteristikum dieses Buchs, dass jede Expedition damit losgeht, dass auf einer Doppelseite einfach mal schön dargestellt ist, was hatten die denn so dabei oder was hatte die so oder der so dabei, je nachdem, was das halt für eine Expedition ist. Und dann kann man jeweils auch nochmal nummeriert sehen, steht auch noch neben dran, was ist denn das jeweils. Ausgewählte Sachen davon werden dann nochmal in Textform erwähnt. Also das gefällt mir wirklich ausgesprochen gut und gerade auch die tollen Bilder sind, je nachdem, was das für eine Expedition ist, auch eine große, große Bereicherung. Deshalb ist das auch ein sehr sinnvolles Format für so ein Buch, wie das hier eben entsprechend drin erschienen ist. Ne? Tolles Geschenk. Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank. Auch selbstverständlich, wie immer, an alle anderen. Mir fällt tatsächlich jetzt, glaube ich, nichts Sinnvolles mehr ein bezüglich des Dankesagens. Jo, und das war es jetzt aber auch. Also tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Dann auch wieder üblicherweise mit irgendwas anderem als einem Dankeschön-Video. Vermutlich mit einer Buchbesprechung möglicherweise. Tschüss.